Ein etwas mulmiges Gefühl umschleicht Stefan bei dieser Vorstellung. Der Anblick dieser Unterwasserwelt lässt jedoch schnell alles vergessen. Wie im Märchen gleitet er durch die sonnendurchfluteten Flachwasserbereiche. Satte grüne Seerosenblätter bieten Schutz für die Beutefische. Wo sie sind, kann er doch nicht weit sein. Im dichten Wirrwarr der Wasserpflanzen sucht Stefan weiter nach seinen Lieblingen. Und richtig, schnell wird er fündig. Ein etwa 1 Meter langer Fisch liegt regungslos in den Ästen, während ein weiterer schleunigst das Weite sucht. Es ist Stefans erste Wallerbegegnung in dessen Welt. Er taucht tiefer, vorbei an unzähligen kleinen Fischen, die ihn aufmerksam mustern. Und dann endlich Holz, reichlich Holz. Das sind die Wallereinstände, die Stefan sucht. Und tatsächlich, da liegen sie. 2 große Fische. Behutsam berührt er einen Fisch. Ein Traum geht in Erfüllung. Doch mit einem kräftigen Schwanzschlag setzt der Wels dieser geglaubten Vertraulichkeit ein jähes Ende. Nur ein paar Meter weiter liegt er wieder entspannt am Gewässergrund und präsentiert sich in seiner vollen Größe. Noch einmal kann er ihn ganz kurz berühren. Dann zeigt der Wels unmissverständlich, was er von Stefans Anwesenheit hält. Das hat man davon, wenn man Wels ärgert. Hat er mich angefallen.